Willkommen Leute zurück zu Ghost of Tsushima. Wir machen jetzt die letzte Ruhe. Und ja, das ist die letzte Mission von der Geschichte hier mit Ishikawa. Und zwar Mission 9 von 9. Und wir gehen auch direkt mal zu ihm hin und ja, sprechen mal mit ihm. Sakai. Habt ihr von Tomoe gehört? Wir drei werden uns treffen. Dann verrät sie, wo und wann ihre Schützen angreifen wollen. Wird sie uns die Wahrheit sagen? Wir werden sehen. Und Sakai, wir dürfen uns keinen Fehler erlauben. Ich bin vorbereitet, Sensei. Gehen wir. Los geht's. Die letzte Ruhe. Wo wollen wir hin? Nördlich der Umugi-Bucht. Sie will uns in einer alten Spielhölle treffen. Eine gute Stelle für einen Hinterhalt. Wir sind im Vorteil. Die Mongolen haben sie verraten. Sie ist verzweifelt. Verzweifelte Feinde sind gefährlich. Denn sie sind unberechenbar. Tomoe hat zwei Möglichkeiten. Mit uns arbeiten oder uns verraten. Ihr habt sie kennengelernt. Was denkt ihr? Sie kann uns mit ihren Schützen helfen. Das ist das Risiko wert. Ihr spielt mit eurem Leben. Sie hätte mich in Yogaku töten können. Und mich verloren. So bekommt sie uns beide. Wenn sie uns nicht hereinlegt, hören wir sie an. Und wenn der Angriff stattfindet, kooperieren wir. Danach kümmern wir uns um sie. Sie hat ihr Volk verraten. Dafür wird sie büßen. Los jetzt, Sora! Ich weiß nicht, ich muss sagen, ich würde sie gerne gehen lassen. Dass sie einfach Tsushima verlässt. Was sagt ihr ihr, wenn ihr sie seht? Ich habe Tomoe nichts zu sagen. Ihr wollt keine Antworten? Seit sie überlief, hattet ihr keinen Kontakt mehr. Als sie mich verriet, nahm sie sich jede Chance auf Gespräche. Hier! Wir nähern uns. Augen auf. Wir gehen zu Fuß weiter. Kopf runter. Hier könnten sich Schützen verbergen. Keine Sorge, mein Kopf ist unten. Ich bräuchte bloß noch mal ein paar Pfeile vielleicht für die Mission. Könntest du mir welche geben? Ich das ist die Spielhölle. Keine Mongolen. Soweit wir das sehen. Halt, stopp. Die Erhöhung dort rechts. Ich gehe da in Position. Und ihr? Sensei Ishikawa. Jin! Wenn ich euch töten wollte... Wärt ihr bereits tot? Hier rüber! Ihr solltet hier warten. Auf keinen Fall. Bleibt wachsam. Sensei? Jin? Noch immer so selbstsicher. Das musstet ihr mir nie beibringen. Eure Schützen planen einen Angriff. Wo und wann? Umugi-Bucht. Und schon unterwegs. Wieso so offen? Der Khan hat mich betrogen. Ich nehme ihm meine Schützen. Und wenn wir sie nicht aufhalten, löschen sie die Umugi-Bucht aus. Ich glaube euch nicht. Tut nichts. Und seht, was geschieht. Verdammt! Sie sind mir gefolgt! Verflucht, Tomoe! Ah, super, ein Hinterhalt. Das sollten wir aber trotzdem schaffen hier. So. Sehen die aus wie meine Freunde? Na los, kommt alle heran. Wir sind bereit.
Hier hinten einmal neue Pfeile nehmen. So. So, einmal ein wenig dem Sensei helfen. Jetzt der dort. Sehr gut. Und der eine dort oben noch. Der ist auch weg. Keine Fallen mehr, Tomoe. Das war keine Falle. Sie hat auch gegen die Mongolen gekämpft, Sensei. Um uns zu täuschen und in Sicherheit zu wiegen. Wenn ich euch mit einem Pfeil durchbohren will, könnt ihr mich nicht aufhalten. Genug. Die Omugi-Bucht könnte in Gefahr sein. Wir müssen los. Gut. Doch wenn Tomoe nur falsch atmet, landet sie im Dreck. Ihr zwei. Hier lang. Die Omugi-Bucht zu retten, löscht eure Untaten nicht aus, Tomoe. Sie zwangen mich, den Weg des Bogens zu lehren. Zwangen sie euch auch, die Euren in Fort Nakayama zu töten? Sie wurden gefoltert. Ich schenkte ihnen den Gnadentod. Und die Mongolen verschonten mich. Ich entschuldige mich nicht fürs Überleben. Davon reiten sie entlang. Mongolen-Patrouille! Ich hab sie. Aua, bis die treffen uns gerade gut. Aber wir treffen noch besser. Okay, da hinten sind noch mehr. So, Sensei. Weiter. Wie kommen wir am besten zur Küste? Sieht man uns auf dem Weg zur Omugi-Bucht, werden die Schützen alarmiert. Stimmt. Wir sollten die Straße meiden. Hier über dieses Feld. Wie fandet ihr mein Lager in Akashima? Eure Leute griffen mich an. Wir verfolgten sie. Sie hatten Befehle, euch beide zu meiden. Ich wollte ein Dutzend weitere Lager. Gut, dass sie eure Befehle ignorierten. Ich verlor die Kontrolle. Als wir Kushi erreichten, hatte ich nichts mehr zu sagen. Da sind noch mehr. Viel mehr. Greift an. Ach du Schreck, sind das viele. Ah, hier müssen wir erstmal ein bisschen mit dem Bogen aufräumen. Und der Große dort könnte ein Problem werden. So. Einmal hier ein bisschen rumrollen. Und erstmal die ganzen Bogenschütze, die Feindlichen, wegmachen. Ihr klingt wie Sensei Ishikawa. Die Bäume am Ende des Feldes. Dort können wir ausruhen. Ungesehen. Tomoe, in Kushi verlort ihr die Kontrolle über die Mongolen. Doch eine Frau sah euch dort mit ihnen. Ihr habt sie lebendig verbrannt. Das bin ich nicht gewesen. Nicht mit eurem Bogen. Doch ihr lehrtet ihre Mörder. Meistens brachte ich sie dazu, Leben zu verschonen, statt zu nehmen. Hier rüber! Runter! Die Mongolen bieten alles auf. Sie sind hinter mir her. Ich dachte, sie wären weg. Und das erwähnt ihr erst jetzt? Besser jetzt als nie. Wartet hier bis zur Nacht. Wir nutzen die Dunkelheit zu unserem Vorteil. Verschonen Sie die Bucht bis dahin? Nein. Sie bringen Schützen in Stellung, damit niemand heraus kann. Und planen ihr Gemetzel. Ruht euch aus. Ich halte Wache. Sonnenuntergang. Bereit? Tomoe, ihr geht voran. Der Sensei und ich folgen.
Wollt ihr mir in den Rücken fallen? Entdecken euch die Mongolen, verschwinden wir und töten sie. Bleibt in der Nähe. Lasst sie nicht aus den Augen, Sakai. In Ordnung, Sensei. Gut. Okay, wir müssen leise vorgehen und dürfen nicht entdeckt werden. Mongolenspäher voraus. Jin, einer für euch und einer für mich. Gut, ich nehme den rechten. Wir arbeiten gut als Team. Es kommen noch mehr. Versteckt euch. Ja, geht nur vorbei. Tahoro, Nate! Busatten, Ende Sonner Serem Stepper! Auf euer Zeichen, Sakai. Nicht verfehlen, Sensei. Ein Pfeil, ein Tod. Ihr habt den letzten mit dem kreisenden Falkenschuss erlegt, Sensei. Was habt ihr gesehen? Eure Technik ist auch neu. Ich nehme die rechte Hand runter, wenn man dann loslässt. Wie interessant. Niemand hat gesagt, es würde leicht. Kämpfen wir hier, werden die Schützen alarmiert. Dann greifen sie an, bevor wir in der Bucht sind. Zu hohes Risiko. Was denkt ihr, Sakai? Folgt mir. Nicht zurückfallen. Finde einen Weg durch das Moor. Ich weiß nicht, ob ich auch vielleicht manche Leise erledigen dürfte. Ich würde sagen, auf jeden Fall, wir machen links lang, oder? Schwierig, schwierig. Wir probieren es mal hier lang. So. Hier unten dann bei den Felsen entlang schleichen. Oh. Okay, der Typ dreht sich um. Jetzt dort hinten in das hohe Gras rein. Wir sind drin. Und jetzt hier hinten weiter. Oh, hinter uns. Wir müssen uns beeilen. Jawohl. Und jetzt hier rein. So weit, so gut. Und jetzt geht es hier nach vorn. Meine Schützen. Greifen wir an. Ziehen sie sich in die Stadt zurück. Und verteidigen sich dort. Unschuldige werden sterben. Seht ihr die Fässer auf dem Wagen? Ich schleiche mich an. Ein Brandpfeil. Wenn ihr schießt, schnappen sie euch. Wenn ihr zwischen den Bäumen bleibt. Verfehle ich sie. Ich muss näher heran. Wieder gut machen, was ich angerichtet habe. Geht. Ihr vertraut ihr? Ich vertraue ihrem Rachedurst. Okay, wir deswegen warten. War sie uns immer einen Schritt voraus. Ihr habt sie viel gelehrt, Sensei. Ich weiß. Bereit machen. Jetzt! Sehr gut. Los geht's. Aua, das war ein guter Treffer von denen. So. Ich brauche langsam wieder neue Pfeile. Meine gehen wir langsam wieder aus. So, wo ist Tomoe? Ich sehe sie nicht. Nicht schlecht, Sakai. Weiß nicht. Ist sie verletzt? Gegen Ende des Kampfes stand sie bei dem Torbogen dort drüben. Er führt direkt zur Omogi-Bucht. Wenn sich Mongolen dorthin zurückgezogen haben... Hat sie gewiss gejagt.
Der Tod von Tomois Schützen macht ihre Verbrechen nicht ungeschehen. Aber sie hat Rache genommen. Ist das alles? Sie hat mit uns gekämpft. Das ist von Bedeutung, sobald der Feind besiegt wurde. Vergesst die Mongolen. Was will sie in der Umugi-Bucht? Hier gibt es nichts außer Diebe, Meuchelmörder, verdammt, und Schmuggler. Sie will mit einem Boot von der Insel. Ich muss sagen, ich möchte sie eigentlich gehen lassen. Ihr da! Ja, mein Herr? Ist hier eine Frau vorbeigekommen? Eine Kriegerin. Sie wollte zum Strand. Hier lang! So. Lass nicht zu, dass Tomoe die Insel verlässt. Sie half, die Umugi-Bucht zu retten. Die Mongolen waren hinter ihr her. Wir gaben ihr eine Möglichkeit, die Insel sicher zu verlassen. Wir liegen immer einen Schritt zurück. Aber noch können wir sie aufhalten. Och, ich will sie eigentlich nicht aufhalten. Muss ich ganz klar sagen. Ich will eigentlich echt nicht sie aufhalten. Ich möchte sie sogar, ehrlich gesagt, eigentlich gehen lassen. Mal sehen, wie die Mission hier ausgeht. Wartet. Sensei Ishikawa, wir haben einander scharf verurteilt. Doch der Buddha lehrt uns, dass unsere größten Feinde die besten Lehrer sein können. Ich bin dankbar für eure Lehren und dass ich an eurer Seite kämpfen durfte. Ein letztes Mal. Ich war eure Schülerin. Ich wäre eure Tochter geworden. Doch der Weg des Bogens liegt nun hinter mir. Was liegt voraus? Ich bin wie ein Pfeil, schnelle, durch die Luft. Wer weiß, wo der Wind mich hinträgt. Es ist vorbei. Vielleicht erreicht sie Kyoto doch noch. Wäre sie jemand anderes, hielte ich es für unmöglich. Wir müssen einen Krieg beenden, eine Heimat aufbauen. Ich habe keine Lehren mehr für dieses Leben, außer eine. Versprecht mir, meine Fehler nicht nochmal zu machen. Versprochen, Sensei. Die letzte Ruhe ist damit abgeschlossen. Okay, und ich muss sagen, ich finde es gut, dass wir sie gehen lassen haben. Finde ich wirklich sehr gut. Boah, das Ende von der Questreihe gefällt mir. Oh, wir haben Tome ist zerstörte Maske, okay. Ui. Tomoe hätte ein großer Samurai werden können. Was haben wir denn jetzt hier? Die sechs Klingen des Kuchiro. Finde die Strohhut-Assassinen in Toyotama. Ach, das hat einfach so eine Mission ausgewählt, okay. Gut, einmal bei Kleidung schauen. Wo ist die Maske von ihr? Das möchte ich jetzt mal schauen. Hier haben wir sie. Ich muss sagen, wenn die ganz wäre und nicht kaputt, würde die mir ein bisschen besser gefallen. Aber nun gut, wir lassen die jetzt erstmal ausgewählt. Würde ich einfach mal so sagen. So, was haben wir denn hier? Ein Vogel, der möchte uns wohin führen. Mal sehen, wohin. Wir folgen ihm mal kurz. Also gut, bringen wir es hinter uns. Halt, was machen die denn hier? Oh, ich setze dir ein okay, Ende. Die sind böse. Komm mal her. Wir gehen weiter. So, wir folgen dem Vogel.
Oh, ein Bambusstand, okay. Gut, wir probieren es mal, dass wir den jetzt hier hinbekommen. Moment, ah Mist. Ich muss nochmal neu machen. Nein, zu langsam. Falsche Taste gedrückt. Komm nochmal. Wieder. Aha, ich krieg das letzte gerade leider nicht so schnell hin. Zu langsam. Wieder zu langsam. Mist, diesmal habe ich mich wieder falsch verdrückt hier. Ja, jetzt aus Toldens. Ach, ich hasse es. Ich hasse wirklich diese Bambusstäbe. Jetzt verdrücke ich mich nur noch. Jawohl. Geschafft. Ja, das ist gar nicht so einfach immer. Ja, das ist wirklich nicht so einfach. Gut. So, wir schauen dann jetzt, würde ich sagen, hier hoch und machen hier oben diese eine Quest. Oder was heißt die eine Quest, ja? Diesen einen Posten machen wir. Den einen Posten, den wir dort oben haben. Und dem kümmern wir uns mal. Hier hinten wäre er. Dort begeben wir uns denn jetzt mal hin. Ist auch gar nicht so weit weg. So, Pferd einmal rufen. Und zumal haben wir dort auch so eine Rüstung wieder hier für diese eine Mission. Ein gutes Team, nicht wahr? Also ein Teil von dieser großen Rüstung. Und die wollen wir ja letzten Endes auch noch fertig bekommen. Hier haben wir Feinde, an denen reiten wir einfach mal vorbei. Gegen die will ich jetzt nicht unbedingt kämpfen. Ja, aber die gegen mich. Oh, die werden gleich feuern. Reiten die mir hinterher? Nein. Gut. Oh, wir laufen ein bisschen in die falsche Richtung. Wir müssen hier ein bisschen weiter nach links. Dort unten haben wir das Lager. Ja, das ist auf jeden Fall wieder ein großes Lager. Aber dazu muss man auch sagen, das ist das letzte große Lager hier in dem Schneegebiet. Wow! Ja. Okay, so ein komisches Geschütz haben die dort hinten. Aber warum haben die auf uns geschossen? Eigentlich, wir dürften es ja nicht gesehen haben. Bis jetzt. So, wir schalten dort unten welche leise aus, würde ich sagen. Hüp. Und jetzt hier runter los. Moment, ich will so einen Kettenangriff machen, nicht nur einen ausschalten. Warum geht das bis jetzt hier nur ein? Ich glaube, da müssten mehr nebeneinander stehen, deswegen. So. Wir müssen die hier ausschalten.
Am besten jetzt direkt den ihren Anführer töten. Und ich glaube, da ist auch das dort unten. So, wir probieren jetzt mal gut dorthin zu kommen. Hep. Was? Das ist ein Banner. Wow, ich dachte, der steht dort. Na super. Na super. Ich dachte, die Markierung steht für den Anführer von denen. Ach nein, ich glaube, bei solchen Posten war das so, man muss alle im Lager ausschalten, der Anführer kommt dann einfach zuletzt irgendwann angelaufen. So war das ja, glaube ich, bei solchen Posten. Nun gut, wir probieren erstmal hier welche leise schön auszuschalten, da hier recht viele sind. Das ist ein ganz schön großes Lager hier. So, einmal den dort oben ausschalten. Oh nein. Oh nein. Unsere Tarnung ist damit etwas mal ein bisschen... Ja, auf jeden Fall. Gut, jetzt holen wir uns den dort. Los. Komm her. Sehr gut, wieder einer weniger. Ja, das Geschütz müssen wir wahrscheinlich gleich ausschalten. Ich glaube, an sich sind wir schon mal ganz gut dabei, was das Ausschalten der Gegner betrifft. Auf jeden Fall liegen hier schon recht viele. So. Ich würde einfach meinen, die Hälfte oder fast alle haben wir schon ausgeschaltet jetzt mittlerweile hier. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Was? Boah, ich habe gar nicht auf meine Gesundheit gerade geachtet. Habe ich wirklich gar nicht drauf geachtet. So. Ich würde sagen, wir begeben uns jetzt ganz fix hinter zu dem Geschütz. Einmal hier unten alles mitnehmen. Und jetzt hier hoch. Komm her. Hey, hier ist ja gar keiner mehr dran. Will ich wissen, wie dann hier jemand geschossen hat. Ich habe eigentlich auch niemanden gesehen, wie er runtergegangen ist. Schnell wieder ran. Komm schon. Ja, komm schon. Feuern. Ich kann nicht feuern. Okay, das Ding ist leer. Ja, das Ding ist leer. Gut, dann kümmern wir uns um allerletzten jetzt noch hier. Alle, die jetzt noch hier übrig sind, werden dann jetzt noch ausgeschaltet.
Kommt noch mal welche? Komm her. Sehr gut. Einmal in das Haus, da ist vielleicht ein Banner drin. So, jetzt bist du dran, mein Lieber hier. Sehr gut. Wir brauchen noch zwei Banner. Ich denke mal, einer wird dort hinten bei den großen Zelten auch noch sein. Wir schauen mal hier. Oh, da höre ich auch noch welche. Gut, hier hinten sind also noch mehr. Dann müssen die eben auch noch weg. Los, kommt her. Ja, ich werde dein Schild durchsprechen. Oh, da fliegt er erstmal. Der gute alte fliegende Mann. Jetzt einmal hier eine Runde rum. Und hier rein. Haben wir hier nochmal etwas? Nein, aber hier hinten ruft nochmal jemand. Leute. Aber ich glaube, das war jetzt eh der letzte. Immer noch nicht. Okay. Diesmal sind die erstaunlich viele hier. Sag schon, mein Speerfreund. So, dort hinten ist noch ein kleiner Wuffi. So. Bleib stehen. Halte ruhig. Auch geschafft. Mal sehen, wo jetzt noch hier ein paar Wachen sind. Halt da hinten, oder? Ja. Fall um. Ich glaube, ich muss hier noch mal eine große Runde um das ganze Lager drehen. Oder können wir die jetzt vielleicht einfach mal rufen, die letzten Feinde? Das geht ja meistens eigentlich. Hier geht's nicht. Ich glaube, dort oben hinten stehen noch welche, oder? Ja. Dort hinten oben. Ja. Dass sie einfach nicht ihre Leute aus irgendwelchen Gründen unterstützen. Bleiben einfach oben stehen. So, kommt her. Ich werde jetzt probieren, die alle mit dem Bogen von hier aus auszuschalten.
So, da dort hinten jetzt. Auch weg. Nein, noch nicht. Doch jetzt. Da oben auch nochmal. Auch weg. Jawohl, jetzt waren also alle. Jetzt brauchen wir nur noch das Schwarzpulverversteck. Da unten ist es auch schon so, wie es aussieht, oder? Nein, so ein Schwarzpulverwagen hat eine andere Farbe meistens. Ah, dort hinten. Hinter den Felsen ist das versteckt. Einmal anzünden. So. Und bumm. Da ist der Anführer. Der Boss. Ich bin für dich bereit. Zeig, was du drauf hast. Und war nicht viel. Mach dich bereit. Zack, zack. Und nochmal zack. Jawoll. So, es kann weitergehen. Das muss ein Teil der Rüstung für Khotun Khan sein. Ja, lauft noch. Ich sollte zurück zu dem Lehrling. Jawohl, wir haben alle Teile für die Rüstung. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Alle Teile haben wir. Hier haben wir es. Dort müssten wir zu diesem Lehrling und dann könnten wir die Teile dem geben. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt auch nochmal zu dem Fix hin. Na, wo ist der? Hier hinten, glaube ich. Ja, da ist er. Mein Herr, habt ihr die Rüstung gefunden? Der Feind wird die Arbeit eures Meisters nie tragen. Und die Mongolen haben für seinen Tod bezahlt. Das Wissen, dass seine Mörder niemandem mehr schaden, lindert den Schmerz. Ich wünschte nur, er würde mich ein letztes Mal lehren. Ihr könnt andere lehren. Ihr habt recht. Ich nehme einen Lehrling. Die Technik meines Meisters soll fortbestehen. Hier, lasst sie mich anpassen. Oh, mal sehen, wie die Rüstung wird. Da bin ich gespannt. Oi, 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 oi. Schicke Rüstung. Wirklich schicke Rüstung. Die gefällt mir. So eine richtige Kriegerrüstung hier.
Was wird mein Onkel sagen, wenn er mich damit sehen würde? Ich habe genau wiederholt, was der Musikant sagt. Der Legende nach war Uchizo. So. Krasse Rüstung. Ich würde direkt mal schauen, ob wir die verbessern können. Sagt noch, darf ich eure Rüstung verstärken, mein Herr? Wo ist die Rüstung? Kosakus Rüstung ist sie doch nicht, oder? Danke. Kann man die nicht verbessern? Rüstung eines mongolischen Kommandanten heißt die. Nein, steht nicht hier. Ah, was ist das denn für eine? Nochmal kurz schauen bei mir. Nein, die kann man nicht verbessern. Ja, das ist die einzige Rüstung, die man nicht verbessern kann. Okay, die tragen wir dann beim nächsten Mal in einem Kampf mal. Ich rüste aber jetzt erstmal meine Geistsachen wieder aus hier. So. Bei einem großen Kampf oder einem Bosskampf oder so rüsten wir das dann wieder aus, würde ich sagen. Ui, die Maske könnten wir wohl dran lassen. Die Maske finde ich eigentlich recht schick. Andererseits... Ja, ich nehme unsere Sakai-Maske. So. Gut. Da würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss mit dem Video hier. Lasst gerne wieder eine Bewertung da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das war's. Haut rein und tschüssi.